willkommen zu meinem neuen Video und auch schon wieder zu dem letzten Video für dieses Jahr 2018. Es ist krass, die Zeit ist schon wieder vorbei, das Jahr ist vorüber und wir beginnen in zwei Tagen schon mit dem Jahr 2019. Morgen ist Silvester und ja, krass, die Zeit vergeht einfach mega, mega schnell. Und wie letztes Jahr auch, habe ich mir wieder überlegt, ich zeige euch einfach, was ich dieses Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Oder auch, ich habe mich auch, muss ich sagen, dieses Jahr viel selber beschenkt, weil durch das, dass ich ja im Anerkennungsjahr bin, verdiene ich ja jetzt mein eigenes Geld und daher konnte ich mir auch viele Dinge kaufen, die ich unbedingt haben wollte. Ja, und deshalb würde ich sagen, wir schnacken nicht lang und fangen gleich mal an. So, zuallererst, ich arbeite jetzt einfach von links nach rechts vor und beginne hier. Denn ich habe eine neue Kosmetiktasche bekommen. Diese Kosmetiktasche habe ich mir schon die ganze Zeit gewünscht. Ich bin jedes Mal im Drogeriemarkt an dieser Kosmetiktasche vorbeigelaufen und ich fand die einfach so schön, weil die eben Anker hat und die ist einfach schön groß und da wir so oft verreisen, benötige ich auch so eine. Ja, und deshalb eine Kosmetiktasche. Hier drunter ist noch ein Brotkasten, sehr unspektakulär, aber auch ein Brotkasten habe ich mir schon immer gewünscht. Keine Ahnung warum, ich glaube, im Alter werden die Wünsche etwas anders. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Brotkasten noch bekommen. Dann natürlich Schokolade, Gummibärchen, darf natürlich nicht fehlen, Süßkram. Dann auch noch wieder für zu Hause was, haben wir Geschirrhandtücher geschenkt bekommen. Die sehen einfach mega cool aus. Da steht zum Beispiel Coffee makes everything possible oder Burger Menü. Also so richtig coole American Geschirrhandtücher. Also kann man immer gut gebrauchen. Ja, und da ist noch ein Amazon-Gutschein, den hat mein Schatzi bekommen. Genau, dann mache ich einfach hier mit der Schmuckecke weiter. Und zwar habe ich diese drei Armbänder bekommen, Armreife. Ich weiß nicht, da gibt es ja bestimmt mittlerweile irgendwelche komischen Begriffe für. Also früher waren es Armreife. Und zwar einmal in Silber, dann in Black, also in Schwarz und in Roségold. Diese drei sind von einem Camu. Und ja, habe ich mir auch schon immer gewünscht. Ich wollte einfach verschiedene Farben haben, weil ich habe schon eins in Roségold mit Silber gemischt. Und ich wollte einfach nur diese drei Farben haben, damit ich einfach so ein bisschen Abwechslung habe und es immer auf meinen anderen Schmuck oder auch auf mein Outfit abstimmen kann. So, dann habe ich eine Uhr bekommen, aber die habe ich schon zum Nikolaus bekommen. Aber ich habe gedacht, ich zeige die euch jetzt einfach auch gleich. Und zwar von Casio, die wollte ich auch schon die ganze Zeit. Und das ist einfach so eine, die komplett Silber ist. Ja, ich habe ja schon zwei Casio-Uhren, eine in Gold und eine in Silber-Schwarz, aber die Silber-Schwarz hat leider so einen richtig schönen Kratzer durchs Display durch. Die langt für den Kindergarten, aber die habe ich jetzt einfach nochmal so zu meinen hellen Outfits und ich finde die einfach richtig, richtig schön. Jetzt lege ich die einfach hier hinten hin und mache das einfach so zu. Dann habe ich von Paul Hewitt eine Uhr bekommen, beziehungsweise die habe ich mir selber gekauft, muss ich sagen. Die wollte ich die ganze Zeit haben und dann war ja der Black Friday und dann habe ich mir diese hier geholt in mattschwarz mit rosé goldenem Zeigern und so einem kleinen Anker hier, richtig, richtig schön. Habe ich mich direkt in die verliebt und habe mir gedacht, ja, weil ich habe noch keine einzig schwarze, komplett schwarze Uhr und ich finde, die sieht einfach mega edel aus. Ja, soweit dazu. Und dann habe ich von meinem Schatzi eine Kette von Paul Hewitt bekommen und zwar einen rosé-goldenen Anker. Ich finde ihn so schön, ich wollte die ganze Zeit eine rosé-goldene Kette und es musste natürlich ein Anker sein, weil ein Anker hatte ich noch gar nicht als Kette und da kam der eigentlich perfekt und ich finde die Kette einfach mega, mega schön und bin verliebt. Dann machen wir weiter mit Spielen für die Nintendo Switch. Da muss ich auch dazu sagen, die habe ich mir gekauft, auch zu Weihnachten, weil ich natürlich auch ein paar neue Spiele haben wollte für Weihnachten. Ist ja auch immer ganz lustig. Zum einen haben wir uns Just Dance 2019 geholt. Ich liebe Just Dance. Ich habe Just Dance schon früher auf der Wii so abartig geliebt und auch dieses Just Dance gefällt mir mega gut. Es sind richtig coole Lieder dabei. Dann Let's Sing 2019 mit den passenden Mikros dazu, die sind hier. Und auch das hatte ich schon für die PlayStation 2 und dann für die PlayStation 3, genau. Und jetzt habe ich mir das auch nochmal für die Nintendo Switch geholt, weil die ja auch hier steht, weil die PS3, die steht im Schlafzimmer und da habe ich manchmal dann für mich hin alleine gesungen. Aber jetzt kann ich auch hier singen und es macht richtig Spaß, es sind auch richtig gute Lieder drauf, aber kann ich euch wirklich empfehlen. Und es macht natürlich auch Spaß, wenn dann mehrere hier sind, dann hat man auf jeden Fall ordentlich was zu lachen.
wenn man schön die Töne verfehlt. Und dann haben wir uns noch Super Smash Bros. Ultimate geholt. Da haben wir nur kurz reingespielt. Es scheint ziemlich komplex zu sein, müssen wir uns erstmal durchkämpfen, kann ich also nicht so viel sagen, wie das ist. Aber die Bewertungen waren auf jeden Fall mega gut für das Spiel und deshalb haben wir uns auch für das entschieden. Also da müssen wir noch schauen, wie das alles funktioniert. Ja, dann kommen wir zu dem Geschenk, was ich meinem Freund geschenkt habe. Das zeige ich euch auch gleich. Ich habe The Originals, die komplette 4. Staffel, ihm geschenkt. Und zwar haben wir schon die anderen Staffeln alle über Netflix gesuchtet. Aber bis jetzt kam einfach die 4. Staffel nicht auf Netflix und wir warten jetzt schon so mega lange darauf. Und jetzt habe ich einfach gedacht, okay, ich kaufe es jetzt einfach auf Blu-ray und dann können wir die schön durchsuchten. Es sind 13 Episoden drauf. Jede Episode ist ca. 42 Minuten lang, also haben wir auf jeden Fall was anzugucken. Dann habe ich noch hier so ein Büchle gekauft mit 100 Dinge, die jedes Paar einmal tun sollte. Ich weiß, ich habe einfach mal kurz durchgeblättert, fand ich ganz süß die Idee. Und wir haben schon mal so eins mit 100 Dinge, die ein Paar auf jeden Fall mal tun sollte. Und auf jeden Fall stehen da richtig coole Sachen drin, wie zum Beispiel misst gegenseitig euren Kleiderschrank aus. Kommt auf jeden Fall gar nicht in Frage. Oder macht, was noch? Fastet gemeinsam, habt zusammen Langeweile und dann kann man einfach hier unten immer abhaken oder abkreuzen, da wird es dann auch erledigt hat mit seinem Partner. Und hier in diesem Umschlag verbirgt sich ein Geschenk quasi für uns beide, was ich aber meinem Freund geschenkt habe. Und zwar gehen wir zu den Ehrlich Brothers. Ich war selber schon bei der vorigen Show und jetzt gehen wir zu der neuen. Und da freue ich mich auch richtig drauf. Ja, ist noch eine Weile hin, aber egal. Die Vorfreude ist ja wohl die schönste Freude. So, dann kommen wir zur Schminke. Da habe ich mich auch hauptsächlich alleine beschenkt, weil es einfach so vor Weihnachten kam und ich nicht mehr warten konnte. Ich hätte es nämlich auch von meinen Eltern geschenkt bekommen. Aber ich wollte einfach nicht warten und wollte die Produkte einfach schon davor haben. Deshalb habe ich mir die selber gekauft. Und zwar hat ja die liebe Dagibee, auch eine YouTuberin, eine Make-up-Linie rausgebracht, die nämlich Boutique heißt. Und ich liebe Make-up und ich bin ja eigentlich gar nicht so eine, wo immer alles gleich kauft, wenn irgendwas auf den Markt kommt. Aber diese Produkte haben mich mega überzeugt. Ich habe mir hier so zum Beispiel die zwei Lipglosse hier gekauft. Ich sage es euch einfach kurz und schnell. Ich kann euch gerne mal dazu ein separates Video machen, weil ich bin mega begeistert von den Produkten und ich liebe sie einfach. Und es sind einfach so Topper, die man sowohl auf den Lippen als auch am Lid, also als Lidschattentopper benutzen kann. Also richtig cool einfach. Und auch die Verpackungen sind so mega, mega schön. Dann habe ich mir noch eine Lidschattenpalette gekauft. Kann ich euch gerne kurz zeigen. Die ist schon ein bisschen verratzt. Die sieht nicht mehr ganz so schön aus. Die benutze ich schon eine Weile. Und schaut euch bitte die Farben an. Die sind einfach so mega schön. Ich schminke mich, seit ich die habe, nur noch mit der. Ich liebe Lidschatten, ihr wisst es genau. Und dieser Lidschatten, wow, ist echt wirklich der schönste Lidschatten, den ich je gesehen habe. Der hält mega, mega lang. Das ist zum Beispiel die Y-Puls-Palette. Hebt mega lang und der glitzert so wunderschön. Ich bin absolut begeistert von diesen Produkten. Und dann habe ich noch mittlerweile schon zwei Highlighter-Paletten. Die FCE Champagne-Palette, die habe ich mir schon davor geholt. Es sind mega schöne Highlighter-Farben, die einfach auch so gut aussehen. Ich habe immer noch einen Highlighter gesucht, den man auch wirklich sieht. Und also mit dem ist es wirklich gegeben. Und die habe ich jetzt noch zu Weihnachten dazu bekommen von meinen Eltern. Das ist noch die FCE oder FCE Light Beam Highlighter Palette. Ihr seht, die Farben sind einfach mega, mega schön. Und ja, kommen gut. Es macht einfach richtig Spaß, mit diesen Produkten von Boutique zu schminken. Und ich bin gespannt, was noch alles von dieser Linie rauskommt. Also ich bin absoluter Fan. Und ich sage das wirklich aus Überzeugung raus. Ich habe schon so viele Produkte gehabt, aber diese Produkte sind einfach der Wahnsinn. So, dann kommen wir zu den Elektrogeräten. Also da habe ich, muss ich auch wieder was sagen, ich baue das jetzt kurz hier ab, habe ich zum einen diese Beats-Kopfhörer hier. Ich packe die jetzt nicht aus, die sind nämlich, immer wenn ich sie benutze, packe ich sie wieder genauso ein, wie sie schon waren. Denn die habe ich jetzt schon ein bisschen länger, die habe ich nämlich am Black Friday ergattert. Ich hatte die ganze Zeit schon Auge auf die geworfen. Und ja, habe ich also auch schon ein bisschen länger. Sehen so aus, sind schwarz, haben einen mega guten Klang. Also ich bin richtig zufrieden.
Und wir haben meinen Eltern dieses Jahr ein riesengroßes Geschenk gemacht. Die haben sich ewig lang so eine 5.1-Anlage, so einen Surround-Sound gewünscht von Teufel. Und die haben wir denen gekauft. Und dabei hat man quasi noch so eine Zugabe bekommen. Und zwar diese Kopfhörer hier von Teufel. Auch richtig, richtig edel verpackt. Das sind einfach so In-Ear-Kopfhörer. Brauche ich jetzt auch nicht groß zeigen. Die hat man einfach dazu bekommen. Und auch mega Sound, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Dann habe ich dieses Jahr von meinem Schatz, weil ich mir die ganze Zeit ein etwas kleineres Objektiv gewünscht habe, wo ich mich auch selber aufnehmen kann, wo ich nicht unbedingt eine neue Kamera brauche, sondern einfach auch so ein bisschen Weitwinkel, wo ich nah aufnehmen kann und trotzdem alles drauf ist und nicht so mein Gesicht wird ganz nah. Und da haben wir dieses hier gefunden und zwar das Lumix 14mm, weiß ich nicht, was ich da jetzt alles sagen muss, was ist... Auf jeden Fall von Panasonic. Das ist dieses kleine Mini-Ding hier. Es sieht einfach so lustig aus, wenn es auf der Kamera drauf ist. Ja, aber das Ding ist echt cool. Also man muss sagen, also bis jetzt bin ich zufrieden. Wir haben es nur so ein bisschen getestet. Ich werde es auf jeden Fall nochmal kräftig unter die Lupe nehmen und schauen, was es auch wirklich taugt. Aber bis jetzt erfüllt es auf jeden Fall seinen Zweck. Ich kann die Kamera so halten. Die ist nicht mega schwer. Ich meine, wir haben ja sowieso eine Systemkamera. Und mit diesem Objektiv geht es richtig gut. Ja, also ist noch in der Testphase, aber bis jetzt richtig zufrieden, habe ich mich auf jeden Fall mega gefreut über das Geschenk. Dann kam ja bei Deichmann, war ja die Kendall und Kylie Kollektion mit Taschen rausgekommen. Habe ich jetzt auch schon eine Weile, da habe ich zum einen diese hier, diese Bauchtasche, die ist einfach so schön. Die hatte ich jetzt schon ein paar Mal im Gebrauch, sieht einfach mega edel aus und vom Platz her ist die mega gut, da passt so ein kleines Etui rein für Geld, ein Handy und vielleicht ein bisschen Make-up. Wenn man was mitnehmen möchte, auf jeden Fall mega cool. Bauchtasche, dann nochmal eine Tasche zum Fortgehen, auch etwas kleiner, auch richtig cool, wie die glitzert einfach. Schwarz und ja, klein, aber fein, mega edel und kann man auf jeden Fall mit fortgehen und auch in die Stadt. Passt nicht so viel rein, kann man auch nicht so viel reinstopfen, was für mich ganz gut ist. Und die habe ich jetzt noch zu Weihnachten bekommen von meinen Eltern. Ich finde die auch richtig, richtig schön. Ich liebe ja so Rucksäcke, das wisst ihr, das habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und ja, ich habe die gesehen im Laden, habe zu meiner Mama gesagt, oh mein Gott, die ist so schön. Und ja, meine Mama, der Weihnachtsmann und mein Papa haben den Wunsch erhört und haben mir die gekauft. Und ja, sie ist wirklich mega, mega schön. Sieht edel aus, aber auch gut für den Alltag, passt auf jeden Fall genug rein. Sie war auch schon im Gebrauch einmal und ja, bin ich sehr zufrieden mit. Haben wir noch hier hinten eine Badematte, also so ein Teppichvorleger, Duschvorleger für die Dusche. Ja, für unser Bad haben wir einfach neuen gebraucht, haben wir auch noch von meinen Eltern bekommen. Und ja, wird jetzt auch demnächst im Gebrauch sein auf jeden Fall. So, schiebe ich wieder raus aus dem Bild. So, meine Lieben, ich habe euch jetzt alles von links nach rechts gezeigt, was alles dieses Jahr zu Weihnachten gab. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe mich auch selber beschenkt. Muss man ja auch mal machen, dass man sich einfach mal was gönnt, was man sich schon länger Zeit wünscht. Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden. Es war ein wunderschönes Weihnachten. Mit ganz viel Spaß, wir haben richtig viel gelacht, leckerem Essen. Ja. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen mega, mega, mega guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert euer Silvester schön, entweder ruhig, also wir lassen es dieses Jahr wahrscheinlich ruhig angehen, oder macht Fettparty und kommt gut in 2019 an. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder am Sonntag nächstes Jahr in 2019 um 12 Uhr wieder. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht, ist natürlich kostenlos. Und ihr verpasst von nun an kein einziges Video mehr von mir. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, sage ich tschüss. Muah.